Willkommen zurück bei meinem Let's Play Imperialism. Wir sind kurz davor, die Hauptstadt von Lok anzugreifen. Schauen wir mal. Da steht drinnen One Militia. Ich glaube denen kein Wort. Die haben sicher die ärgeren Truppen da drinnen stehen. Ja, schauen wir mal, was sie dort haben. Werden wir gleich sehen, dann, wenn wir nächste Runde reingehen. Okay, wir haben nichts gekauft und nichts verkauft, auch nicht schlecht. People of Odostan have bigger brains, na, das will ich doch hoffen. New Packing, ja, Schrapnell-Typ wieder. Na, okay, wir bauen weiter die Dinger darunter. Und wir bauen ein Depot. Dann haben wir endlich unsere. Wie heißt das? Unsere Holzprobleme fürs Erste gelöst. So, was steht hier? 3 Militia, 4 Regular Infantry. Na, sowas. Jetzt sind es viel mehr. Noch zuerst Melon angreifen. Eine Miliz, ein Demolitionist. Sollen wir das machen? Wow. Greifen wir uns erst da an. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Lust, dort meine Truppen zu verlieren. Okay. So, wir rüsten da wieder noch einen aus. Wir haben gerade kein Militär. Was braucht der eigentlich? So, was haben wir da? 3 und 1 und 1. Sollen wir da, machen wir das so mal weiter. Da könnten wir es bauen. Warte mal. Und nichts weiter bauen. Okay. Genau, die versuchen wir zu. Okay. Vielleicht sollten wir mit Lok Frieden schließen, nachdem wir das Manet erobert haben. Interessiert uns doch eh nicht das eine Gebiet da oben, oder? Doch, interessiert uns schon. Da gibt es zwar nichts, was wir noch brauchen, weil wenn wir da haben, haben wir noch die Baumwolle da auch erobert. In Malon. Na, sehen wir gleich. Hey, Kestel bietet uns zwei Bäume an. Juhu. Our forces are attacking the province of Malon. Okay. Na. Ja, das ist eher lächerlich. Das muss man ja wohl irgendwie schaffen, oder? Also es ist wieder dieses gibt. Den einen da oben. Pferd unten, Pferd oben.
So, na, das hätten wir schnell und einfach erledigt. Udustan wird riesig. Riesig, sage ich euch. Okay. Und wir haben Clothing verkauft. Das heißt, wir sind im Plus mit dem Geld wieder. Wir haben erarbeitet, erobert. Sehr gut, ihr holt's euch. Und wir haben hier eine Verteidigungsanlage. Vielleicht sollten wir tatsächlich so einen Pionier bauen, der uns. Puh, dafür brauchen wir aber einen Meister, das heißt, wir brauchen mehr Papier. Mehr Papier. Zurzeit haben wir kein Papier. Okay, das arbeitet alles auf Hochtouren. Wie viel kostet denn der? Ein Meister und zwei Waffen. Dann machen wir das doch tatsächlich so wieder. Nachdem wir jetzt alles in Vorrat haben. Nachdem wir jetzt alles im Vorrat haben, sollte das funktionieren. Ja, ihr bewegt euch dabei mal nicht. Wir warten noch ab, den einen oder anderen, wenn wir da noch hinschicken. Mit dem Zug sehr gut. Wir haben wieder ein Plus gemacht, indem wir Hardware verkauft haben. Jetzt schon 12. Potential War and Extension of State Policy. Genau. Machen wir gerade. Explorers discover Secret Island.
Water System improved. Ja, na gut. So, daher. Wir werden dann Lavi-Wetter anbauen, anbinden. Das heißt, wir werden da rund um Lavi auch mal bauen. Außerdem, ha, vielleicht sollte man einen Forester auch bauen, das müssten wir jetzt eh auch können. Transportieren tun wir alles, was wir können. Your Excellency, the great power of Chem has a textile industry more than double than ours. Naja, was soll ich tun, Freunde? Und Zwetschgenröster. Können wir den ausbauen? Nö. Können wir den bauen jetzt? Der kostet 5000? Nein, wir können nicht bauen. Den werden wir nie wieder im ganzen Spiel bauen können. Aber noch so eine Infanterie vielleicht, so eine Kavallerie vielleicht. Die müsste doch genauso gut gegen Fortification gehen. These guns devastate their foes and demolish fortification, but their slow speed makes them vulnerable. Warum auch nicht? Das da aus. So. Zu wenig Holz. Da brauchen wir dafür was. Gut. Wir brauchen Holz, Freunde. Wenn geht mehr, mehr, noch mehr. Ah ja, kaufen wir wieder auf Vorrat was. Gut, schauen wir mal. Team wird genauso gehasst wie wir, aber die sind wenigstens nicht so weit im Krieg wie wir. Oh, schau an. Die haben sich mit Haxako angefreundet. Und mit Sindel. Ich glaube, Team wird irgendwie ein Problem kriegen, wenn das so weitergeht. Wir schauen einfach, dass wir Log schnell weg haben. Dann ist Cam auch kein Problem mehr für uns. Sindel akzepten wir. Oh wow, eine ganze Wolle. Holz wäre gut gewesen, wenn wir gekriegt hätten irgendwo her. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Immerhin haben wir ein Möbelstück verkauft. Und wir haben noch eine Artillerie. Your Excellency, due to your wise policies, we had enjoyed the greatest influence over the minor nation of Pont. I am chagrined to report that over the past 3 months, the most undeserving great power of Chem has usurped our position. Was? Nee. In Pont, die hassen uns so oder so. Chem forms alliance with Sim? Echt jetzt? New invention, square set timbering, mining engineers working in the coal and iron district. Was? Wieso formen die eine Allianz? Ich dachte, die mögen sich nicht. Grrr. Most political and military analysts affirm that this bond should strengthen the position of both countries, possibly making them even greater players on the world stage. Professor Jaco Daniel of the political, bla 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 bla, und so weiter und so fort.
New Invention Screen, also Timbering. Okay, was kann das? The roof inside the mine after the minerals are removed. Of course, commented one miner. The miserly government will refuse to buy the new system, even though we could extract more minerals and save the lives of miners if we use these simple hollow squares of timber. Oh, wir könnten unsere Minen verbessern. Hussa. Können wir das Depot hier auch bauen? Wir wollen ein Depot bauen. Yes. Jetzt können wir das nicht bauen. Squareside Timbering wäre supi. Aber dafür haben wir definitiv das Geld jetzt nicht. Minerals Miners to improve coal, iron, gold and gem mines to level 2. Na gut. Das wird schon noch. Ihr wartet's. Da schicken wir die noch nach. Yes. Wir brauchen kein Holz mehr kaufen. Ist das schön. Wir haben sogar eine Überproduktion an Holz. So, warte mal. 6, 3, 2 brauchen wir. Und wir haben 18, 21, 27. Habe ich von allen mehr ist genug. Ja, da eins zurück, da eins zurück. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt, wir können jetzt wieder die Industrien weiter ausbauen. Finde ich echt langsam. Oh, herrlich. Wir haben jetzt nur die Arbeitskräfte nicht. Ah, nächste Runde haben wir erst das Holz. Na gut, kann man nichts machen. So, Foresters, was brauchen die? 1000 Geld, einen Meister und zwei Dings. Uff, das wäre auch nicht schlecht. Wir brauchen Papier. Wir brauchen Papier. Wir brauchen einen Haufen Papier. Wir müssen Leute ausbilden. Leute ausbilden. So. Wir brauchen eigentlich nichts mehr kaufen. Einstweilen nur verkaufen. Ja, wurscht. Wir haben was verkauft, super. Uhr. 12% Interest. Puh. Nicht schlecht. An wen haben wir denn verkauft? Kessel, Lok, Hurschen und Hurschen haben wir verkauft. Mob House in Big Riot, Revolution in Agriculture, bla bla bla, New Weapon Hit. Kennen wir schon alles. So, aber jetzt. Wir speichern vorher, oder? Was sagt ihr? Sollen wir angreifen? Werden wir das überleben? Was haben denn die da oben? Eine Milizia, eine Heavy Cavalry, ein Demolitionist, zwei Generale, one unit of unknown type. Das klingt extrem gefährlich, was die da haben. Ja, ich mache einfach den besten Zauberspruch, den jedes Spiel hat. Wir machen einmal speichern. Auch wenn das jetzt irgendwie der Sissy Way ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie diese Kämpfe gegen belagerte Einheiten funktionieren. Safe Game. Passt. Wenn ich den Kampf verliere, bin ich sowieso geliefert.
Na gut. Auf in den Kampf, Torero. Oh, Geld haben wir auch keins mehr. Da produzieren wir noch eins zu viel, haben wir noch eins zu viel in die Stadt. So, Wolle wäre jetzt noch ganz gut, wenn wir mehr hätten. The great power of Orjun has a navy more than twice as strong as ours. Das ist nicht so schwer. Wir haben nämlich noch keine Navy. So, jetzt machen wir mal das so. Oh, warte mal. Zu wenig Eisen. Dann brauchen wir mal ein paar Konserven noch. Das ist immer so das Letzte, was man so macht. Und sobald wir wieder mehr Geld haben, wir sollten irgendwann mal zu mehr Geld kommen, wenn wir dann mehr verkaufen. Wir könnten eigentlich die Waffen auch verkaufen. Nochmal eines. Ja. Und entouren. Okay, our forces are attacking the province of Lock City. Nein. Okay, wir haben hier Belagerungen. Die müssen wir irgendwie loswerden. Stellen wir mal die da her. So, das stellen wir mal hier her. Oh, wir haben sogar noch einen dritten. Gut, wir könnten mal daher gehen. Oder daher. Schauen wir mal. Okay. Können noch nicht bis dahin schießen. Ah, aber jetzt können sie das treffen. Gut. Und sie können nicht schießen, weil sie sich bewegt haben. Bleiben wir stehen. Warte mal, wieso kann der da abgeschossen werden? Ah ja, okay, super. Dann auch daher schießen. Oder dass er selbst getroffen wird. So. Hier steht's da rum und tut's einmal nichts. Hier. Ha. Schieß jetzt mal auf diese Dinger hier. Ob das was bringt? Schauen wir mal, ob sie rauskommen. Wenn wir ihnen die Befestigung weggeschossen haben. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Wir können auf jeden Fall auf die Befestigung drauf schießen. Und wenn sie rauskommen.
Könnten wir auch irgendwie Schaden machen? Ah, wir haben Schaden gemacht. Ist ja cool. Puh. Was machen wir jetzt da? Wir warten, ob sie rauskommen. In anderen Spielen kommen sie dann so in so einem Fall meistens raus. Ja, oder auch nicht. Schießen wir mal auf das dann noch. Na gut, dann bewegen wir mal diese Truppen rein. Zwar möglichst schnell. Warte mal, da kann ich noch schießen. Autsch. Mist. Um es mit Bernd dem Brot zu sagen. Der auf den schießen. Ha, genau. Sehr gut. Na super. Wow, bist du wahnsinnig. Die schießen aber ganz schön da. Ha. So, die sind mal weg. Das ist mal wichtig. Meine Pferde. Wow. Wieso ziehen sich die eigentlich zurück? Die sind nicht einmal getroffen worden. Okay, das dazu. Ich würde mal sagen, diesen Schlacht haben wir verloren. Autsch. Nun, okay. Oh, die Pferde haben überlebt. Sehr gut. Immerhin haben wir ihre Dings, ihre Artillerie erledigt. Gut, das heißt, wir brauchen mehr Truppen für diesen Kampf. Das bedeutet, das nächste Mal werden wir einfach mehr mit mehr Truppen angreifen. Ja. Kämpfe unseren Einwurf Axaco. Okay, wie schon gesagt, wir werden jetzt anstatt hier weiter zu spielen, einen
einen Fullstop machen. Das nächste Mal starten wir dort erneut. Ich weiß, das wollt ihr nicht sehen, aber wir werden das noch einmal ausprobieren. Aber das nächste Mal werden wir mehr Infanterie mitnehmen. Das heißt, wir müssen noch mehr Infanterie ausbilden. Schauen wir mal. Okay, aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.